Metal und herzlich willkommen bei der Geschichte des Drachenlord Episode 16. Hass ist keine Emotion. Und ich möchte auch, dass ihr euch das da draußen mal merkt, dass ihr das verinnerlicht, ja. Hass ist keine Emotion, okay? Ja, genauso wie die Haut auch kein Organ ist. Also bitte. Gut, wir gehen rein in Episode 16. Ganz viel Liebe an den einzigen, wirklich jedes Mal geil, die neuen Videos zu sehen. Auch gestern der Teil war wieder legendär, am Freitag herauskam. Gebt euch das auf jeden Fall. Gut, wir gehen rein und let's go. Am 6. November 2015 zeigte sich Rainer mit schwarzem Nagellack im Stream. Dort machte er die Hater für sein Liebesleben verantwortlich. Das mit dem Nagellack ist der 1900er Clip, ne? Der ist auch so fucking geil. Wisst ihr, ich glaube manchmal, dass ich es wesentlich einfacher hätte, wenn ich schon ein paar Erfahrungen hätte, positive oder generell richtige Erfahrungen. Und ich rede nicht immer nur vom Sex, ich rede schon allgemein einfach mal eine Beziehung wirklich führen auch. Aber ich kriege ja nie mal eine Chance. Jedes Mal geht es wegen den Kackwichser von Hatern immer gleich schief, ey. Genau, das liegt nicht daran, dass du, naja, weiß ich nicht, nicht so gut mit Frauen umgehen kannst, dass du immer gleich irgendwie Cockbilder schicken möchtest. Nein, das liegt immer an den Hatern, das liegt doch nicht an dir, Rainer. Vielleicht sollte ich auch mal mit ein paar weiblichen YouTubern quatschen, vielleicht entwickelt sich dabei irgendwas. Das ist auch eine sehr gute Idee, das wird auf jeden Fall was. Mach gerade Big Rösti, bitte kein Ekel-Content. Ich kann für nichts hier garantieren, ja. Ohne Gewehr hier die Angabe. Bei weiblichen Streamern ist vielleicht geschickter, weil die können das ein bisschen besser nachvollziehen, wer oder was ich bin. Und es gibt auch vom Aussehen her gibt's nur einen einzigen Punkt, auf den ich wirklich achte. Und das liegt daran, weil ich selbst zu übergewichtig bin. Ich möchte, dass meine Freundin eine normale Figur hat. Wäre aber auch bereit, mein eigenes Gewicht für meine Freundin zu reduzieren. Wenn mich jemand nicht so akzeptieren kann, wie ich bin, dann hat diese Person das einfach nicht verdient, dass ich mit dieser Person mehr anfangen möchte. Im Freundeskreis finden sich die meisten Pärchen, kann auch sein. Aber ich habe keinen allzu großen Freundeskreis, ich habe bloß ein paar Freunde. Hä? Hast du nicht den Schweizer Taschengumpel? Du hast doch so viele Gumpels für alle Gelegenheiten, Rainer. Frag noch mit denen was an. Ja, alles klar. Und mit denen mache ich in den letzten Monaten auch kaum was. Weil ich das letzte Mal geweint habe. Heute. Nicht so geweint. Wegen meiner Ex. Okay, das mit dem Wein kann man ihn abnehmen, aber das mit der Ex klingt sehr gelogen. Wahrscheinlich. Für Sex schreiben, dafür bin ich zu müde. Außerdem habe ich keine Frau, mit der ich das aktuell machen kann. Oder Cora, hast du Lust? Mach mal ein bisschen Sex schreiben. Auch diese Bauernaussage, mach mal ein bisschen Sex schreiben, ne? Wirklich, dann nenn es doch Cybersex oder sowas. Kein Plan. Oder erotisches Schreiben. Aber mach mal ein bisschen Sex schreiben, ne? Wirklich. Utopisch. Wie kommt man aus sowas? Auch am 7. November hatte sich Rainers Stimmung nicht verbessert. Wisst ihr, das ist eine Sache, die ich absolut hasse. In Anführungszeichen hasse, weil hassen kann ich ja nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann nicht hassen, ne? Und dadurch, dass ich nicht hassen kann, empfinde ich einfach viel zu schnell Liebe für jemanden. Das ist voll scheiße. Ach so. Er ist eine andere Art Mensch, ja. Eine andere Art Mensch. Alles klar, Rainer. Was ist mit den ganzen Clips, wo du Leute, die einfach nur ein bisschen gucken, anbrüllst und anschreist? Und ist das etwa kein Hass? Ist das keine negative Emotion? Also Hass ist ja keine Emotion, versteht mich nicht falsch, ne? Hass ist ein Zustand, meine Freunde. Aber Rainer, würdest du dich da wirklich als jemanden selbst bezeichnen, der, naja, keinen Hass empfindet, keine Wut, sondern sehr schnell Leute liebt? Es ist so eine dumme Aussage, wirklich. Weil ich dann einfach aus diesem Gefühl nicht mehr rauskomme. Diese Frau geht einfach nicht aus dem Schädel, ey. Die ganze Nacht von ihr geträumt, ey. So ein Fuck, Scheiß, ey. Ohne Mist. Manchmal wünschte ich, ich hätte kein so gutes Gedächtnis. Ja, genau, Rainer. Gedächtnis wie Elefant. Das Einzige, was du mit einem Elefanten gemeinsam hast, ist die Körpergröße und Masse und nicht irgendwie das Gedächtnis. Ich wünschte, ich hätte nicht so ein gutes Gedächtnis. Alles klar.
Da muss ich sagen, es ist ein Punkt, was ich auf Junau befürworte. Auf Junau gibt es viele Leute, die mit mir was zusammen streamen würden oder gerne mal zusammen was machen würden. Auf YouTube sind so viele Große dabei, die mich alle kennen, aber keiner will was mit mir machen. Leute, eins solltet ihr euch merken. Für die Liebe ist es immer wert zu kämpfen. Und lieber gehe ich das Risiko ein, nochmal verarscht zu werden, als nie mehr verliebt zu sein. Am 8. November sprach Rainer im Stream das Forum an. Ihr werdet meine Passwörter, für alle, die meine Passwörter versuchen zu knacken, ihr werdet meine Passwörter nicht knacken. Das sind alphanumerische 36-stellige Passwörter. Wo er das Wort alphanumerisch aufgeschnappt hat, würde mich auch interessieren. Jetzt ob er überhaupt wüsste, was das bedeutet. Er denkt sich so, ja, das klingt cool. Sagst aber, du hast ein alphanumerisch 36-stelliges Passwort oder so. Wahrscheinlich, Rainer. Als ob du dir 36 Stellen hintereinander überhaupt merken könntest. Erzähl doch nichts. Ihr werdet ihr nicht knacken. Ich kann die Musik nicht ändern, weil die Musik bleibt. Das ist ein Themenabend, Leute. Und anmelden im Forum braucht sich auch keiner mehr, weil ich nicht mehr als Zeug annehme. Die schicken mir schon wieder Leute Nacktbilder von sich per E-Mail. Dann machen wir es erst so, ich werde es freischalten, dann habt ihr auch einen Chat und alles. Aber dafür müsst ihr mir 5000 Likes hier holen. Herzlich willkommen beim Drachen letzten Endes E-Zettler. Rudi Winkler Sohn, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ganz viel Liebe an dich. Bitte hinhauen. Und dann werde ich es auch direkt von 26, die wir jetzt haben, auf 50 hochstufen. Ich buddel deinen Vater aus. Pass auf, dass er dir keine aufs Maul haut, wenn du ihn jetzt beim Winterschlaf störst. Wie viel Hartz IV bekommst du? Ich bekomme gar kein Hartz IV, weil ich seit diesem Monat rein von YouTube, Juno und meinen Merchandise-Sachen und ein paar anderen Sachen, die ich mache, lebe. Wie geht's Dorian, dem Übermensch? Ich vermute mal, dass er in irgendeiner Knastzelle verrottet. Ich habe mit dem Spasti keinen Kontakt. Woher die Information hat, würde mich auch interessieren. Wie kommt er denn darauf, dass Dorian jemals im Knast war? Eigentlich auch sehr komisch, die Aussage. Melde nochmal an alle, die reingekommen sind. Melde, was geht? Zum Glück. So, Rainer, warum hilfst du nicht den Refugees? Erstens weiß ich nicht, was das Refugees sein soll. Und außerdem heiße ich Rainer. Alter, Rainer? Refugees vielleicht? Oh Mann. Den Refugees? Gerade kurz nachdenken, was er mit Refugis meint. Lol. Refugis, not welcome. Not plain what this is. Kannst du Englisch sprechen? Not. Ja, Dorian ist gerade im Gulag. Der kämpft, um da mal rauszukommen. Ja, genau so ist das. I cannot English. So, Drache, machst du heute noch Holocaust an? Ich persönlich mache jetzt einen Holocaust, indem ich dich hier blogge, Kollege. Wisst ihr, 90% aller YouTuber sind Hater. Gegen mich meine ich jetzt, Zettler. Da sind viele der ganz Großen auch dabei. Für wie viele Likes ich mein T-Shirt ausziehe? Sag mal für 4000 ziehe ich mein Shirt aus. Junge. Wie ein behaarter Bär. Und Rainer wird das bestimmt wieder als breite Schultern und maskulines Aussehen darstellen. Alles klar. Wir müssen echt mal über das Ganze mit den Likes reden, Leute. Und mal abgesehen davon, sich im Livestream für Likes auszuziehen, ja. Es ist nur das T-Shirt und so, ne. Das kann man sehen, wie man möchte. Aber ich finde das schon... Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt, muss nicht unbedingt sein. Keine Ahnung. Guck mal, wenn man es so sieht, war Rainer eigentlich seiner Zeit voraus. Wenn du jetzt auf Twitch guckst und da Hot Tub eingibst, dann machen das ganz viele andere Mädels auch. Er war einfach seiner Zeit voraus. Ich sehe schon, ich esse, lese ich gerade. Es tut mir leid, wir machen weiter. Wie viele Likes, damit du dich wieder anziehst? 2. Wie groß bist du? Ich bin 1,26. Am 9. November erschien das Video Dragon Monday Folge 6 erstaunlich viel in kurzer Zeit, welches hauptsächlich aus Ankündigungen besteht. Am 10. November lud Rainer das Video Mobbing und Hate hoch. Ich kann Hass empfinden, aber ich hasse andere Menschen nicht. Ich projiziere meinen Hass nicht auf andere Menschen.
Es ist so viel an dieser Aussage falsch. Es ist echt, wirklich, ich komme ins Stottern, weil ich kann nicht glauben, was er da erzählt für einen will. Wenn ich jemanden hasse, dann bin ich es selbst, den ich hasse, weil ich derjenige bin, der für meine Taten verantwortlich ist und ich derjenige bin, der für meine eigenen Handlungen zur Verantwortung gezogen werden muss. Richtig, du bist derjenige. Das stimmt wenigstens mal. Und deswegen, wenn ich jemanden hasse, hasse ich mich höchstens selbst. Und das ist einer der Punkte, man soll sich nicht selbst hassen. Aber wenn ihr andere anfängt zu hassen, wird es ultra schlimm. Er entschuldigt sich auch für alles, das er den Hatern je angetan haben könnte und kündigt an, in Zukunft zu versuchen, die Hater zu ignorieren. Guck mal, stell dir mal vor, ne, andere Zeitlinie, stell dir mal vor, er hätte das wirklich durchgezogen. Er hätte ab da die Hater ignoriert, komplett. Ja, nicht mal auf Kommentare reagiert, nicht mehr ne, so auf Besucher groß reagiert, halt höchstens die Polizei gerufen, nichts mehr. Ich sage dir, wie es ist, der Hate wäre relativ schnell sehr stark zurückgegangen. Aber, ja, also Rainer denkt halt nicht so weit. Ich verstehe nicht, warum er das 10-mal ankündigt. Ja, aber jetzt ändert sich das. Jetzt reagiere ich auf den Hate nicht mehr. Jetzt wird sich das alles ändern. Und dann macht es halt trotzdem. Was ja natürlich klar ist. Aber ich verstehe den Gedankengang von Rainer nicht. Wenn er sowieso schon weiß, er kriegt es nicht hin. Warum kündigt man das 100-mal an? Verstehe ich nicht. Im abendlichen Stream schlug er jedoch einen anderen Ton an. Hater, ihr kapiert's nicht, oder? Ich mach diesen Scheiß, damit ihr zuschaut, mir Bars gebt und rumlabert. Ihr habt Rücken, dass alles Show ist. Kapiert ihr Hater-Idioten das nicht? Dadurch, dass ich so ein bisschen auf mach, geht ihr her und schaut zu und gebt mir Likes, gebt mir Bars, gebt mir Klicks, gebt mir Coins, alles Sachen, was zum Leveln gut ist. Und da sieht man halt wieder, wie Rainer wirklich ist, ne? Und vor allem dann nach so einem Entschuldigungsvideo, nach einem Ich will mich bessern, dann wieder so einen dicken Max zu markieren und zu sagen, ja Leute, ja, das ist alles geplant, ich steuere euch, ihr seid meine Puppen, ihr macht genau das, was ich will. Und dann halt wieder so schön rumzuprovozieren. Es ist halt so dumm. Es ist wirklich so dumm. Am 11. November streamte Rainer in der Nacht über 9 Stunden lang. Als er sich den Pixar-Film oben ansah, musste er über eine Szene mit einem Frosch lachen. Ein Frosch! Wisst ihr, was geil ist? Ihr könntet ein bisschen liken, dass wir auf dem ersten Platz rutschen. Das würde den Hatern wahrscheinlich richtig auf die Eier gehen. Für was? Dafür, dass du da sitzt und nichts machst? Halt doch einfach mal die Klappe, wenn du selber keinen Plan von der... Sitz hier mit meinem Salsa-Rap und gönn mir... Ehre, dann lass es dir auf jeden Fall schmecken. Und vielen lieben Dank für die Unterstützung. Welt hast, Alter. Ich mach das, was mir am besten gefällt und was ich möchte und was ich will. Da er den Kommentar einer an den Rollstuhl gebundenen Zuseherin für einen Trollversuch hält, beleidigt er diese übel. Aber du sitzt im Rollstuhl. Weißt du was, du verfickte Bitch, Alter. Leck mich am Arsch und stirb in der Hölle. Ich verstehe gar nicht, warum Rainer nicht gemocht wird. Ist das so ein sympathischer Mann? Und ich lese im Chat ganz viel Afrosch. Ja, natürlich, Afrosch, auch ein schönes Meme. Das Rainer ja auch versucht hat, für sich zu nutzen, auch wenn es wieder sehr unangenehm war. Aber, naja, das war auch wieder so eine Geschichte, wo er seinen komischen Frosch mal eingeblendet hat. Und das teilweise meistens nicht mal gecheckt hat, dass er die ganze Zeit eingeblendet war. Ach, naja, aber typischer Rainer. Ich finde es sowas von asozial, wenn jemand immer behauptet, ich bin im Rollstuhl. Und hinterher ist er kerngesund, regenbogenscharf, genau der gleiche Schwachsinn, ja? Dieser voll dumme Lügenwichser behauptet die ganze Zeit, ich sitze im Rollstuhl. Und dabei ist er überhaupt nicht im Rollstuhl gesessen, der Kasper, Alter, ohne Scheiß. Ey, ich finde es sowas von asozial, wenn man behauptet, man sitzt im Rollstuhl, dann tut man das überhaupt nicht. Seid froh, wenn er gesund. Weißt du, was ich asozial finde, Rainer? Leute einfach vehement zu beleidigen online. Oder in Livestreams oder so. Das finde ich ziemlich asozial, aber ist egal. Was seid ihr Affen, Alter? Ohne Scheiß, Mann. Ich bin Legastheniker, ADSler. Das ist auch nicht lustig, Alter. Ich finde es überhaupt nicht witzig. Immer die ganze Zeit. Ich hocke im Rollstuhl. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr nicht im Rollstuhl hockt, ey, seid froh, wenn ihr gesund seid. Anstatt rumzulügen und Scheiße zu labern, Alter. Ohne Mist, ey.
Wenn sie wirklich im Rollstuhl sitzt, dann entschuldige ich mich. Aber das glaube ich wieder mal nicht, weil es wieder mal so ein Spacko ist, wo mich hier nur verarschen will. Ich habe keinen Bock. Ja, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass es nicht stimmt, die Person dann komplett wegbeleidigen. Und dann sagst du so, ja gut, wenn das doch stimmt, dann entschuldige ich mich natürlich. Hä? Rainer, bist du komplett lost? Oh Mann, ey. Auf diesen Mist, Alter. Ohne Scheiß. Ich empfinde keinen Hass, ich empfinde gerade Wut. Und das ist ein Unterschied, du Spasti. Weißt du was, du Spasti, ich jetzt dann nicht nur, ich melde dich jetzt jedes Mal mit. Und spätestens, wenn das zweite oder dritte Mal passiert oder vierte Mal, dann fliegst du eh raus, du Assi. Hass ist keine menschliche Emotion. Hass ist keine Emotion, Leute. Leute, Hass ist keine Emotion. Hass ist keine Emotion, definitiv nicht. Wut ist eine Emotion, Aggression ist eine Emotion, aber Hass ist keine Emotion. Hass ist ein Zustand. Habt ihr das gehört, Leute? Verinnerlicht dies, ja? Hass ist keine Emotion, Hass ist ein Zustand. Der Lord hat gesprochen. Was Wikipedia sagt, interessiert mich einen feuchten Furz. Hass ist keine Emotion. Und es ist mir scheißegal, was in der Öffentlichkeit gesagt wird oder was tausende Wissenschaftler sagen. Hass ist keine Emotion. Hass. Mir ist egal, wie die Fakten sind und ob ich wirklich komplett falsch bin und der Rest der Welt was anderes behauptet. Denn ich bin Rainer Winkler und was ich sage, das stimmt. Es ist ein Zustand. Auf Twitter bat Rainer darum, ihn als Wurm zu zeichnen und versprach, das beste Bild als Thumbnail für sein Worms Let's Play zu benutzen. Am 13. November erschien das Video Info zum neuen Jahr und Kanälen. Darin kündigt Rainer neue Vlogs an und erklärt, 2016 richtig durchstarten zu wollen. An diesem Tag wurde Rainer angeblich auch wegen falscher Versicherung an Eides Stadt verurteilt, da er vergessen hatte, sein Erbe bei einer Vermögensauskunft anzugeben. In weiteren Leaks von Claire wurde enthüllt, dass Rainer anscheinend schon seit einiger Zeit seine Stromrechnungen nicht bezahlt hatte. Am 14. November äußerte sich Rainer im Stream zu den Terroranschlägen in Paris, bei denen 137 Menschen umkamen, und verglich unter anderem seine Hater mit Terroristen. Wirklich, wie man, also bevor das gleich kommt, wie man so lost und einfach nur dumm sein kann. Ich check's nicht. Ist ja nicht das erste oder das letzte Mal, dass er das macht. Aber es ist wirklich so lost, Mann. Ich habe gestern schon ein bisschen was zu diesem Thema Anschlag gesagt. Ich habe keinen Bock, mich schon wieder auf das gleiche Scheißthema zu beschränken. Lasst mich einfach mit diesem Schmarrn in Ruhe, das interessiert mich nicht. Und das Wissen, dass er Anschlag war, das bringt mir auch nichts. Okay, pass mal auf, du Spasti, ja? Anastikia, was auch immer. Ich sag dir mal was. Was erwartest du gerade von mir? Soll ich die Toten wieder zum Leben erwecken? Was bringt mir diese Info? Ich kann damit nichts anfangen. Soll ich diese Menschen wieder zum Leben erwecken oder was? Was erwartest du von mir? Was bringt mir eine Info, die ich nicht ändern kann? Rainer? Es gibt da sowas, das nennt sich Mitgefühl und Empathie. Ja? Natürlich kennst du diese Leute nicht. Und mal um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ja? Das aktuelle Thema mit dem Erdbeben, wo sehr, sehr viele Leute verstorben sind. Letzter Stand, der ich weiß, sind irgendwie 20.000 Leute, es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Ja? Natürlich kennt man diese Leute nicht. Aber man kann doch da ein bisschen Mitgefühl haben. Ein bisschen, weiß ich nicht. Wenigstens, selbst wenn man das nicht fühlt, kann man doch nach außen tragen und sagen, hey, das tut mir voll leid, meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer, bitte viel Kraft an euch, solche Sachen. Ja, einfach wenigstens dann vorheucheln, man hätte Empathie, wenn du es schon überhaupt nicht hast. Aber dann zu sagen bei sowas, ja, was bringt mir diese Information, soll ich jetzt Leute wieder zum Leben erwecken? Das zeigt halt einwandfrei, wie Rainer ist. Mich interessieren Infos nicht, die ich nicht ändern kann. Der Krieg im Irak und im Islam und was weiß ich, wo alle die ganzen Kriege sind. Beendet die scheiß Kriege, legt die scheiß Waffen weg, verbrennt diese verdammten Waffen endlich und hört auf, Krieg zu führen. Und lieben Hater, ja? Ich würde gar nicht was sagen. Ihr überhaupt nicht anlabern von irgendwelchen Anschlägen, weil ihr Spastis seid nämlich genau die gleichen Vollidioten, wie die ganzen Typen, die so Anschläge machen, ja? Ihr ganzen Hater, die mich verarschen, seid genauso schlimm wie diese ganzen Vollidioten. Ihr kommt hier... Richtig, richtig, absolut richtig. Irgendein Typ, der sich, weiß ich nicht, mit einer Bombe
im Kaufhaus hochjagt, dabei, weiß ich nicht, ein paar 10.000 Menschen, na gut, 10.000 ist vielleicht übertrieben, aber halt schon ein paar Leute mitten in den Tod reißt, Familien auseinanderreißt. Das ist genauso schlimm, wie wenn bei dir jemand vor dem Tor steht und schreit, Herr Winkler, sind Sie am Arbeiten? Ne? Genau, Rainer. Perfekt. Er sprüht alles zu, ja, nervt jeden hier in der Umgebung, in den Nachbarschaften, was weiß ich, und macht hier auch ständig Anschläge, ja. Der einzige Unterschied ist, dass bei euren Anschlägen keiner draufgegangen ist. Noch nicht. Lieben Hater, ich würde euch eins mal empfehlen. Haltet einfach mal die Fresse. Ihr seid genauso Terroristen wie die Terroristen, die irgendwas in die Luft jagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass noch keiner zu Schaden gekommen ist. Bis jetzt. Ihr Terroristen, Kasper, Alter. Am 15. November erschien das Video des Dichters Schmerz, Buch 1, das Gedicht des sterbenden Drache, in dem Rainer eines seiner Gedichte vorliest. Ich freue mich einfach auf diesen lyrischen Erguss, den wir jetzt zu hören bekommen. Als Rainer an diesem Tag streamte, behauptete... Achso, ich dachte, er liest das jetzt vor. Okay, scheiße. ...hatte er sich nur hobbymäßig mit Quantenphysik zu beschäftigen und beschwerte sich erneut über das Regenbogenschaf. Angeblich hat er eine Frau, ist verheiratet, hat Kinder. Ganz ehrlich, wenn er nur ein Kind hat und wirklich verheiratet ist oder eine Freundin hat, wie auch immer... Ey, das ist so ein Witz. Wenn ich seine Freundin wäre, ja, oder wenn ich eine Freundin hätte, ja, und dann so eine Scheiße abziehen würde in seinem Alter. Ey, ganz ehrlich, meine Freundin, die würde mir davonlaufen, Alter. Ihr könnt vergessen, dass er eine Frau hat. Wahrscheinlich ist er selber noch Jungfrau. Würde mich nicht einmal wundern. Wenn der eine Freundin hat, Alter, dann hat die genauso einen psychischen Schaden wie er. Und dann solle das Kind irgendwo eingewiesen werden, wo es bessere Erziehung hat, und dann sollten die Eltern beide mal eingesperrt werden, Alter, ohne Scheiß. Was die machen, Alter, ist voll illegal. Am 16. November erschien Dragon Monday Folge 7, Anschlag auf Paris. Darin vergleicht Rainer erneut seine Hater mit Terroristen. Am 18. November verriet Rainer im Juno-Stream seine zukünftigen Reisepläne. Er macht das halt nicht nur einmal, ne? Er macht das einfach nochmal mit einem Pariser Anschlag und sagt dann, ja, ihr Hater seid doch genau gleich. Rainers Lernkurve ist wirklich eine schöne, gerade Linie. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre nach Japan ziehen. Und nach Japan werde ich dann ein paar Jahre zurück nach Deutschland kommen. Dann werde ich vielleicht mal ein Jahr nach Malibu gehen. Dann werde ich ein paar Jahre... Diese Vorstellung, Rainer ist ein Jahr lang auf Malibu. Wahrscheinlich. In Mailand leben... Das heißt Jetzala, mit J, du Pfeife, Alter. Stirb in der Hölle, ein qualvollen, grausamen, kleinen Kindergartentod, Alter. Zahl doch mal deinen Strom. Fick doch du einfach mal deine Mutter. Und hört endlich auf, mich mit Regenbogenschaf Kasper zuzuspammen. Dieser Wichser hat in seinem Leben noch nie was gerissen und er wird auch in seinem Leben nichts reißen, weil seine ganze Existenz von mir abhängig ist. Was macht er, wenn ich morgen aufhöre zu streamen? Dann hat er keine eigenen Themen mehr und wird selber draufgehen. Und was machst du, wenn du morgen aufhörst zu streamen, Rainer? Was machst du denn? Dich beim Jobcenter anmelden? Hä? Rainer, du bist selbst eine mickrige Existenz. Und das müsste dir eigentlich bewusst sein, wenn du nicht so, ja, dolle narzisstisch wärst. Hoffentlich stirbt er an einem qualvollen, langsamen, grausamen Spacko-Tod, dieser Assi. Am 20. November hatte Rainer erneut einen Wutanfall im YouNow-Stream, da es ihm nicht möglich war, den Low-Level-Chat zu aktivieren. Das, wie gesagt, sind auch so legendäre Clips immer gewesen. Ich will den Low-Level-Chat immer anhaben. Er war ja auch auf Madeira. Ja, Leute, ich weiß. Er war doch auch auf Madeira. Hat er auch mit einem schönen Bild von Google Bilder bewiesen. Das ist natürlich klar. Ich habe auch fette Pornos auf dem Handy. Genauso wie deine Mutter, Alter. Bist du ein Idiot, ey. Ohne Scheiß. Komm, fick dich ins Knie. Gerade habe ich gesagt, dass ich nicht toll, du Spasti. Wenn dir mein Stream nicht gefällt, dann verpiss dich zu Britney Fettsack und Scheißco und hol dir da deine Backpfeifen ab, Alter. Was? Hä? Ich glaube, da war's Gehirn irgendwie totgerendert kurz. Keine Ahnung, was da los war. Wenn sie mich wirklich sperren ohne Scheiß, dann rege ich mir richtig auf. Aber dann nehme ich sie auseinander. Weil, ja, so klein auf YouTube und alles bin ich auch nicht mehr. Und dann... Juno, meine Zeller, wenn die mich rausschmeißen, dann werde ich mich richtig aufregen und dann geht die Scheiße erstmal richtig los.
Mein Tag war heute so scheiße heute, dass ich meine ganze Wut am liebsten an Regenbogenscharf auslassen würde, indem ich dir voll eine Maul hau. Du hast so einen Arsch offen und du bist so krank in der Birne, ohne Scheiß, Alter. Man müsste dich so beerdigen für die nächsten 10 Milliarden Jahre, ohne Scheiß. Beerdigung wird eingeleitet. Daraufhin wurde Rainer tatsächlich kurzfristig auf Juna gesperrt. Auch wurden wieder einige Konversationen, die Rainer mit diversen Frauen hatte, veröffentlicht. Die meisten Interaktionen mit sogenannten Bärchen liefen immer nach demselben Schema ab. Rainer versuchte die Dame entweder zu einer Beziehung, Geschlechtsverkehr oder beidem zu überreden. Im Endeffekt würde sich das Bärchen als Hater entpuppen, was bei Rainer Wut und Trauer hervorrief. Schließlich erläuterte Rainer während eines Tony Hawk Downhill Jam Let's Plays seine Frustration mit der Damenwelt. Ich werde nie verstehen, warum Frauen immer die Männer... Manolo, normalerweise grüße ich keine Leute, ja. Aber bei dir mache ich meine Ausnahme. Nein, Spaß. Grüße zurück. Vorziehen, die Arschlöcher sind. Die sind nur Vögeln wollen und nicht die, die anständig sind und keine Scheiße bauen. Egal. Am 23. November erschien das Video Dragon Monday Folge 8 einfach mal Drache sein. Darin erklärt Rainer, wieder einmal krank zu sein. Dann verteidigt er sich gegenüber dem Vorwurf, er hasse Behinderte. Naja, der Vorwurf kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Sobald er das Wort Rollstuhl hört, wird er erstmal beleidigt. Das ist halt wirklich utopisch. Als Rainer abends streamte, gab es bei Junau technische Probleme und es war außer Schwarzbild nichts zu sehen. Rainer zeigte sich davon genervt und beleidigte seine Zuseher. Am 24. November startete Rainer seinen Tag damit, dass er live im Stream kalten Eintopf schlürfte. Wunderschön. Wunderbar. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Abends streamte er erneut und läutete die Weihnachtszeit mit einer Posterverlosung ein. Dennoch konnte er nicht anders, als das Regenbogenschaf zu erwähnen. Grüße gehen raus an Regenbogenschaf, dem Kindergartenkind. Und an Lina, die dumme Kindergartenkindin. Kindergartenkindin. Ein winklerisches Wort. Wunderschön. Das könnt ihr euch gleich aufschreiben. Am 25. November war Rainer zu Gast im Stream von dem Junauer Baby Dave. Dort versuchte er sich auch am Rappen und Beatboxen. Später streamte Rainer erneut ohne Bild. Es schien, Rainer stand mit seinen Zusehern auf Junau auf dem Kriegsfuß. Oft war er schlecht gelaunt und sparte nicht mit Beleidigungen. Der Chat hingegen versuchte ihn zu ärgern, bis er einen Wutanfall hatte, da dies die einzige Form von Unterhaltung in seinen Streams war. Rainer hatte sein Dasein als Zielscheibe für Spott im Internet monetarisiert und war nun, angesichts seiner wachsenden Schulden, darauf angewiesen, sich öffentlich peinigen zu lassen. Ja, perfekter Teufelskreis, hat man ja das letzte Mal schon gesagt, ne? Er kann halt nicht anders, als mit Hate-Geld zu verdienen. Das ist schon. Also kann er theoretisch schon, aber macht will er natürlich nicht, sag das mal eher so. Ja. Sehr, sehr geiles Video. Dankeschön an alle, die ihr halt dein Maul spam. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geiles Video. Schaut beim Einzigen vorbei.